Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Ja, ich rede heute etwas leiser. Das liegt einerseits daran, dass es sehr spät in der Nacht ist und andererseits daran, dass ich heute einen Tag hatte in diesem Spiel. Das möchte man einfach nicht glauben. Und um mich etwas zu beruhigen und einfach ein bisschen Spaß zu haben, dachte ich, spiele jetzt mal wieder Normal Games und unterhalte mich dabei mehr oder weniger mit euch. Ja, was hat mein Tag heute gebracht? Ich habe mich heute dreimal auf 90 LP hochgespielt und bin jedes Mal wieder abgesackt. Und das letzte Game, ohne Mist. Also ich meine, ich bin in Bronze. Es ist, ja, für die, die es noch nicht wussten, ich bin in Bronze abgefallen. Ich bin in Bronze. Ich meine, okay, hier spielen nicht die besten Spieler auf Bronze. Das verstehe ich ja vollkommen. Aber mit Stolz. bei manchen Aktionen, bei manchen Spielen, da frage ich mich, ob nicht irgendwelche, weiß nicht, die Leute müssen 3 Jahre alt sein, das erste Mal in ihrem Leben einen mein PC gesehen Speer haben, ist rastlos. Gerade so rausgefunden haben, wie man läuft, und dann müssen die das Spiel starten. Ich habe echt keine Ahnung, was manche Leute. Ja, ich gehe nicht mehr. Also ich erkläre euch das ganz kurz. Das erste Mal bin ich auf 90 LP hochgespielt und dann hatte ich ein Game mit Jinx um meine Promo zu erreichen. Und ich habe 3-0-0 gestartet. Das war mega gut. Und auf einmal hat League of Legends einen Mega-Lag gehabt. Und es ging. Meine Argumente. Halt mal die Klappe. Vorwärts und stichfest. So. Und ja, dann auf einmal hat League of Legends einen Lag gehabt. Und ich konnte mich kaum auch bewegen mit Jinx. Das Game war verloren. Ich war das halbe Spiel AFK. Konntest du vergessen. So. Zweites Game, wieder auf 90, zweites Mal wieder auf Level 90 hoch, auf 90 LP hochgespielt. Da war es dann meine Schuld, das muss ich gestehen. Da habe ich ein scheiß Game hingeliefert. Die Da haben sie mich mit Pantheon auf die Top erschienen. geschickt und ich kann auf der Top absolut gar nichts. Da habe ich gegen Diese Nasus gespielt. ganze Ach Sache Mann. mit dem Leben Da habe ich gegen verlegen. Nasus gespielt und ja, das war natürlich absoluter Schrott. Ja, und das dritte Mal war dann, da habe ich. Es war gerade eben, Eine deswegen Frage der Ehre. habe ich gerade aufgehört. Ich war wieder auf 90 LP, wollte wieder meine Promotion schaffen. Und da hatte ich nicht wirklich gerade ein Team. Wir haben so dominiert. Wir hatten. Ohne Pause. Was macht der Typ da? Hallo? Ist bei dir irgendwas kaputt? Wir haben so dominiert. Wir hatten LeBlanc im Team. Wir hatten Yasuo im Team. Wir hatten mich als Jungler. Wir hatten eine Fortune. Wir hatten einen Thresh. Wir haben so dominiert das Game. Das ging gar nicht. Wir sind einfach durchgerannt. Ich hatte 5-0-4. Und dann, ich weiß echt nicht, was die Leute gefahren ist. Ob die irgendwas genommen haben. Zu viel Cannabis geschluckt oder so. Ich habe keine Ahnung. Hat der Yasuo angefangen, wir müssten doch Backdoor machen, weil wir so, weil wir sonst verlieren würden. Ich meine, es stand, glaube ich, 30 zu 7 oder so. Und er meinte, wir müssen Backdoor machen. Und ihr glaubt es nicht. Die haben auf ihn gehört. Die sind alle nacheinander rein, ohne Unterbrechung. Wir haben eine Sie werden Viertelstunde, Krieg haben die hinter. sinnlos versucht. Oh. Eine Viertelstunde haben die sinnlos versucht, auf den Nexus einzudreschen. Jeder für sich alleine. Und wir haben wirklich das Spiel verloren. Mit einer Führung von 30 zu 7. Ich habe echt fast geweint. Also ohne Mist, das war ein Punkt, da hätte ich als Kerl weinen können. Das war ein Spiel gerade eben. Ich habe echt gedacht, vor allem, das geht echt nicht in den Kopf rein. Es kann doch nicht sein, dass man führt so. Gut, ich meine, okay. Es kann sein, dass mal einer wirklich, was heißt ich, dass einem ins Gehirn geschissen wurde und dass er denkt, okay, machen wir so. Aber dass dann auch noch 3 Leute mitmachen und auch noch darauf reagieren, was der sagt, indem auch noch glauben, dass der, was der sagt, richtig ist, da hat es bei mir dann ausgesetzt. Und da habe ich mich gefragt, ganz ehrlich, mit so einem Verständnis von dem Spiel, warum spielt man das Spiel überhaupt? Auf der Stelle. Ja. Darum dachte ich mir gerade, ich spiele lieber mal hier eine Runde Normal Game mit Leuten, die nur OP-Champs wählen und sortiere mich an. Mit euch, zu gemeinsam. Ihr seid jetzt mein Boost-Filter sozusagen. So, da schauen wir mal ganz kurz. Unten auf der Bot sieht es natürlich doof aus. Hier geht denn ist gestorben. Oben sieht es ganz okay aus. Mordekaiser gegen Darius, beides absolute OP-Champs und auf der Mitte ebenfalls dasselbe. Doch ja, so.
Das sieht doch alles wunderbar aus. Ich schob meinen nächsten Drang. Mein Rap wurde mir gestealt. Wer ist ein Counter-Jungler? Ja gut, hätte ich sowas eigentlich erwarten können. Aber okay. Dann gehen wir mal weiter. Und man sieht schon, LOL hat echt Lex. Ich nehme gerade mit 15 FPS auf. Normalerweise habe ich stabile 60. Also LOL ist halt wieder mal vom Feinsten. Da gibt es auch nichts zu meckern. Es wird einfach mal wieder demonstriert und wieder einmal, dass es alles im Griff hat. Ich war auch heute so weit, also bei dem Game mit den 90 LP, das ist ja so, dass LOL das erste Mal in seinem Leben lackt. Habe ich auch den Support angeschrieben und habe erstmal eine fette Hate-E-Mail an den Support gesendet. Und habe ihm gesagt, was ich doch mal von diesem wunderbaren Spiel halte. Und warum, dass ich es nicht verstehen würde. Natürlich habe ich das alles sehr nett formuliert. Das geht jetzt so, dass ich ja wirklich in den Rage-Modus verfällt. Ich würde es nur manchmal gerne. Ich kann das gar nicht, bin zu nett für. Ich bin zu nett für sowas. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Pension. Möp, möp, möp. Egal, den großen habe ich bekommen. So. Ja, habe ich halt mal gefragt, wie es sein kann, dass ein Spiel, was so viel Geld verdient, und ich meine, das ist ein gigantisches Spiel, die können einfach nicht wenig Geld verdienen. Da habe ich gefragt, wie es sein kann, dass ein solches Spiel, was so ein Publikum besitzt, es nicht einmal hinbekommen kann, einen Server zu organisieren, der die Massen an wachsenden Spielern aushält und bla bla. Naja. Ich glaube nicht, dass ich da jemals eine Antwort zurückbekommen werde, weil sie dann das Einzige, was ich da zurückbekommen werde, ist: Ja, sie können bestimmt ihre Server-Connection mal checken und dabei gucken. Das liegt bestimmt nicht an uns, das ist ganz bestimmt ihr Fehler, denn wir sind perfekt. Das Übliche, was man halt von solchen Spielemachern hört, die nicht einsehen wollen, dass sie Probleme haben oder die es den Leuten nicht gestatten wollen, recht zu haben. Obwohl jeder weiß, dass EOW extreme Probleme hat, was die Server-Ausstattung Auslastung angeht. Aber man will ja nicht meckern. Oh, das tue ich aber gerade. Mist. Naja. Auf der Stelle. So, steht 2 zu 3. Ich brauche also momentan, habe ich auch gerade keinen Bock zu ganken. Ich werde jetzt einfach mal bis Level 6 farmen und dann fange ich an zu ganken. Mein Speer ist rastlos. Im Ranked mache ich es eigentlich gar nicht mehr so, dass ich ganke. Ich tue eigentlich, das ist gar nicht das Farme. Ich tue einfach nur mich auf Level 3 oder 4 farmen, je nachdem wie es läuft. Dann fange ich an mit Ganken und tue einfach auf jeder Lane ich kenne meinen Weg. Immer 3-4 Creeps mitnehmen, wenn ich gegankt habe. Meistens wird es auch ein Kill. Und dann ganke ich eigentlich wie so ein Frosch hin und her. Ich springe auf die eine Lane, dann komme ich mit der Ulti auf die nächsten Lane. Wenn ich auf der Top Lane bin, habe ich noch Teleport dabei, da springe ich noch häufiger hin und her. Das ist eigentlich so meine typische Vorgehensweise mit Pendjorn. Okay, jetzt muss ich mir aufpassen. Ne? Der wird dann definitiv zuerst zu meinem Red gehen. Wenn er ganken will. Glaube ich. Ich hoffe es. Ich weiß nicht. Also ist mein Blue gleich weg. Sie werden es nicht genießen. So. Ich wünsche gleich mal meine Ulti mir reinzuspringen, weil wenn da wirklich gerade einer ist, dann wird er jetzt sterben. Nee, da ist keiner. Das ja freut mich, denn dann kann ich mir den Blue einfach holen. So. Super keiner da gewesen. Das heißt, ich kann weiter fröhlich farmen. Meine Ulti habe ich gerade verballert dafür, aber so habe ich wenigstens den Blue gesichert. Keine Möglichkeit, 6 gleich in die Ecke kommt. Wird er sich ganz schön wundern, dass ich beide Farben weggehauen habe. So gut wie erledigt. Ich würde natürlich so niemals im Ranking spielen, aber in Unranked kann man sowas ruhig mal machen. Da ist das ganz okay. So, mein Vision Warp platziere ich gleich mal beim Drake. Damit ich sicher sein kann, dass da keiner Spirenzchen macht. Dann gehe ich back in die Base, hole mir meine letzten Items. Wurde getötet. Nice. K6 ist unten. Wurde getötet. Auf der Stelle.
Die Botlane ist dominieren, wird dominiert. Gehen wir runter. Oh mein Gott. Gegner hat einen Turm zerstört. Bin ich doch noch gestorben. Euer Team ja, das war zu spät. Zerstört. Schon wer stirbt jetzt nicht auf, das wäre nämlich äußerst schwierig. Komm schon, Ladies, jetzt schafft das aber. Tschüss, jetzt die Laterne hin. Ey, komm schon, du willst mir doch nicht erzählen, dass ihr die beiden nicht kriegt. Was? Okay. Hast du bestimmt Ulti frei? Hast du bestimmt Ulti frei? Lass uns vorrücken. Oh mein Gott. Die haben echt keinen von den beiden gekriegt. Das ist ja mal so die Härte. Du hast keine Ulti frei, Alter. Sie hat echt keine Ulti frei. Ich möchte gerade echt weinen. Wie kann man so schlecht sein? Sie werden Krieg kennenlernen. Was hat die denn geskillt, dass sie keine Ulti frei hat, frage ich mich gerade. Ich bin gerade echt ein bisschen verblüfft. Mein Speer ist rastlos. Genauso wenig, wie sie gerade ihre E genutzt hat, um sich zum Feind ranzujumpen. Also, genau mit solchen Leuten habe ich gerade zusammen gespielt. Genau dieser Schlag von Leuten, genau das war das. Warum bin ich eigentlich schon zweimal gestorben? Achso, ich habe gerade einen Kill gemacht, bin das gestorben und beim ersten Mal bin ich an dem Kill gestorben. Go, go. So macht man das mit Pantheon. Da hat der Su aber auch perfekt reagiert mit seinem Stun. Besser hätte es gar nicht laufen können eigentlich. So. Dann komme ich mal hoch mit Pantheon. Mordekaiser reagiert hoffentlich richtig und geht rein. Go, go, go. Ohne Pause. So, und da befinde ich mich im Blutrausch. Das ist doch mal wunderbar. Mordekaiser kann seine Lane ganken und ich kenne meinen Weg. Helf ja Zuma hier ein bisschen. Okay, schade. Den habe ich dann nicht mehr bekommen. Er hat mich, glaube ich, terminiert. Jo, 300 Gold extra bekommen. Das war dann natürlich unpraktisch, möchte ich sagen. So. Hier noch ein bisschen. Dann kann ich mir hierfür noch... ich habe auch ein typisches Bild für Pantheon, das ich eigentlich ganz OP finde. Ich gehe zuerst auf die Seele des Echsenältesten, wie halt immer. Dann geht es weiter mit dem Stab und meinen Schuhen, damit ich Abklingzeit bekomme gleich am Anfang und meine Ulti öfter so nutzen kann, was ich jetzt als sehr wichtig empfinde. Eine Frage der danach geht es dann meistens auf Hydra, wenn ich meine Axt voll habe. Dann geht es auf die Hydra, um Flächendamage zu machen und mehr farmen zu können, um mich dann, um mir das Geld für die letzten Items holen zu können. Ja, wenn das geschafft ist, dann geht es auf den Guardian Angel, auf den Banished Veil und somit bin ich dann extrem hart geschützt. Durch meine Ulti bin ich durch meine Passive bin ich geschützt, durch das Banished Veil bin ich geschützt und dann komme ich nochmal wieder, wenn ich tot bin. Also ich bin dann eigentlich gar nicht mehr down. Es ist sehr schwer, mich da wirklich, wenn das Team mitmacht. Natürlich, wie die einfach, wenn das Team mitmacht. So, die Nacht, Katzix. Und wieder eine Doppeltötung. Jetzt machen wir den Dragonkopf hier. Verbündeter wurde getötet. Nanu? Hab halt viel dazugelernt. Ich muss auch sagen, das liegt sehr daran, dass wir momentan
Diamantspieler helfen. Ich habe im Forum eine Anfrage gestartet und da wurde mir doch von Diamantspielern freundlich geholfen und wurde gesagt, ja, hier, okay, wir helfen dir, alles kein Problem. Komm schon, Crapsy. Euer Team hat einen Turm zerstört. Mein Speer, jetzt hat man einen richtigen Crap, komm. Achso, stimmt, da war ja was. Sie werden Krieg. Nicht die Ulti. Boah, hab ich hier ein Schwein. Schön, ich habe sogar eine Terminierung vorgenommen. Hab dafür 400 bekommen. Und der stirbt auch noch auf jeden Fall. Jawohl, der hat nichts auszusetzen. Wunderschön, das ist Teamplay vom Feinsten. So, ihr seht, ich habe jetzt das hier. Jetzt hole ich mir noch gleich die Schuhe. Damit habe ich eine Abklingzeit von 35%, das Maximum, was ich erreichen möchte. Hier, ihr seht, 35% Abklingzeit. Dieser Gegenstand ist dem... Oh, ich kenne meinen Weg. Hat halt nicht. Zöd und halt nicht. After Blue, I come top. Unaufhaltbar. So. Da geht ja so in den Rage. Und auch... ich hoffe, ihr seid keine Ulti. Ihr Schicksal ist besiegt. Könnte sonst mega böse für ihn werden. Bin gleich da, bin gleich da, bin gleich da. So, da ist der nächste gestorben. Ah, ihr seht schon, mit Panther gehe ich echt ab. Das ist auch kein Witz, da wird niemand verschont mit Panther. Das ist nicht mehr feierlich, nicht da. Gegner Burster. Wie das die ganzen kleinen Kinder noch wieder sagen. Da kommt der Zoom. So, wenn er jetzt die Schlauzen hier reinkommt, dann sind die beide tot. Sollen die vielleicht sogar alleine Blatt kriegen, aber ich möchte es ehrlich gesagt gar nicht riskieren. Vorwärts! Ja, was ist los, hä? Und da ist auch sie tot. Habe ich meinen Jump sinnvoll für gewastet. Was will man denn mehr? Jetzt gehen wir noch mal. Na nur, hier war doch gerade einer. Da ist der nächste tot. Und jetzt noch mit der Ulti rein. Oh, sie reagiert nicht mehr drauf. Ist das gut, ey. Bam! Wenn man durch den Sturz gestorben ist. Ist das schön. Na ja, komm hier. Nee, kann ich schaffen nicht. Nee, Flash, geh weg. So. Legendär. Ist gerade echt einfach nur durch meinen Sturz gestorben ist. Das war schon gut, ey. Sie werden kriegen. So, was ist das denn? Wenn der Susi nicht vorher killt, er macht aber schon. Jetzt ist es tot. Schade, ich wäre noch ein cooler Kill geworden, aber nein. Aber ich kann meinen Red Buff mal holen. Den feindlichen Red Buff. Oh, ich bin mal Blue. Oh, Blue bist du. Blue, Blue, Blue sind alle meine Buffs. Blue, Blue, Blue sind alle die Fliegen. Darum mag ich's blau zu sein. Da, da, da. Ach, es ist schön zwischenzeitlich. Also ich habe, glaube ich, 20 oder 25 Ranked Games gespielt. War schon hart. Und jetzt gehe ich mit Full Mana in die Top rein. So, Pantheon, Pantheon, Pantheon. Und Kick geht rein. Und da stirbt er.
Okay, du überlebst das. Du überlebst das. Und da ist er auch tot. Und ihr seht schon, ich habe echt Kohle gerade beisammen. Mit Freude. Leute, der Turm muss was dauern, ihr braucht nicht weg. Einen Turm zerstört. So. Ohne Pause. Kurz noch was für meinen Geldbeutel tun. Und dann geht's auch schon weiter zum nächsten. Schade, ich dachte, er springt in uns rein. Das wäre natürlich lustig geworden jetzt. Aber Lux springt rein. Und er hat auch absolut kein Problem damit, wie es aussieht. Lass uns vorrücken. Lol. Drei Attacken und tot. Aber wisst ihr was, ich gehe immer noch nicht weg. Ich gehe nochmal runter. Warte, so lange bis ich sterbe, das ist irgendwie lustig. So. Ich musste nicht mal die Ulti zünden. So, dann holen wir uns halt den hier. Lol, okay, dann gehen wir da halt runter. Pantheon, 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 dun da dun dun, da da dum dum, da da dum dum dum. I have a Pantheon. So, und da ist der nächste gestorben. Und jetzt gehen wir mal her. Ich könnte vielleicht sogar legendär erreichen. Ich habe glaube ich unaufhaltbar jetzt. Das heißt, legendär ist gar nicht mehr so weit weg. Und jetzt hole ich mir erstmal ganz kurz. Moment, damit ich überhaupt nicht mehr sterben, mache ich das jetzt gleich so. Und zwar hole ich mir jetzt sofort den Guardian Angel. Legendär. Und gehe dann weiter auf die Hydra. So, da ist ja so. Es steht 31-11, ey, das ist so krass gerade. Lass uns vorrücken. Komm, wir machen Ordnungshalber den Dragon. Oh. Komm! Verzweifle nicht, kleine Caitlin! Dein Retter ist hier! Da ist sie wieder. Keine Ahnung, was sie gemacht hat, aber wenn sie wenn sie jetzt noch ein Stück wartet, dann... Ja. Okay. So viel dazu. Oh, das war falsch. So, da haben wir den ein bisschen terminiert. So, gehen wir weiter. Wie fährt der Su? Oh, der ist nur ein Zeit, sogar noch besser als ich. Ich hatte erst das durch mich gefühlt gegangen gerade. Er hat am Anfang nicht so viel gehabt. Lol, wie sie wir so 3-11. Das ist so gut. Da komm ich auch einfach durch. Ich kenne meinen Weg. Ein Verbündeter wurde getötet. Yo, Bro! Und jetzt sterbe ich, oder sterbe ich jetzt noch? Nein, tue ich nicht! Weil ich wiederkomme! Aber jetzt sterbe ich. Nö, ich nicht. Ich sterb nicht. Ich hab's echt überlebt noch, ey. Es ist krass. Ich habe es gerade echt doch überlebt. Das ist krass einfach mal nur.
habe aber noch kein Hochfeed-Item, das heißt, ich kann auch gar nicht. Na doch, ein bisschen farmen tue ich mich schon an die Minions hochfarmen. Aber nichts Besonderes. Moment, stopp, den hole ich mir noch. Lol. Oh. Jetzt bin ich da einmal gesprungen, ne? Aber das kriegen sie auch ganz gut alleine hin, sehe ich. Dann gehe ich kurz weg und hole mir noch einmal den Tiamat. Das sieht ganz gut aus. Dann hole ich mir hiervon noch den hier, und dann kann ich nämlich auch ganz schnell irgendwo hinjumpen. Wenn ich die Viertel der Map schon mal so überspringe. Und während die da unten genüsslich den Dragon. Ach komm, ich mach einfach mit. Einfach nur um so zu tun, als wenn das Spiel noch irgendeinen Sinn hätte. Oh mein Gott, ey. Und da habe ich fast schon gebietet. Moment. Leute, Mordecai hat sogar noch den Kill bekommen. Lass uns vor. Lol, was macht diese Wir da? Oh, wie lassen die mir den Kill? Hoffentlich lassen die mir den Kill. Komm schon, ich will legendär werden. Lass mich doch legendär werden. I need one kill to legendary. Mein Speer ist rastlos. Das ist gar nicht. Ich nehme die ganzen Kills alle weg. Das ist doof. Finde ich nicht cool. Ich will legendär werden. Ich wollte gerade sagen, jetzt darf ich nicht mal den Kill nehmen, weil sonst würde ich in seinem Penta verwaschen. Nein! Nein! Ich wollte legendär werden! Ja, ihr seht es, wenn ich ein gutes Game mache, habe ich noch Pech, dann erreiche ich trotzdem nicht meine Ziele nicht. Ach ja, war ein gutes Game, hat Spaß gemacht, war eigentlich, glaube ich, das beste Game, was ich jemals jetzt played habe. Aber das von Heimerding, ne? Das habe ich aber aus Versehen gelöscht. Das wollte ich jetzt nur noch zur Folge raushauen, weil das war echt ein Game. Es ging anderthalb Stunden, aber das habe ich aus Versehen gelöscht. Ich habe geweint in dem Spiel. Wolke war mit dabei, das war ein Spiel ohne Gnade, das war einfach so krass, aber ich hab's leider gelöscht. Aber jetzt haben wir ein paar Spandion-Game dafür, dass du vielleicht das 100. Special ausstrahlen. Könnt man auch probieren. Bis dann, bis beim nächsten Mal. Adios, liebe Freunde.